Ich habe mich so richtig bestraft gefühlt vom Leben und habe dann diese Entscheidung für die Mutterschaft angefangen zu bereuen. Das war für mich natürlich ein Schock, weil ich mit einem 1 Monat alten Baby hier saß und gedacht habe, meine ganze Welt bricht zusammen und war auch total unter Schock und zwischen wütend und traurig. Als mir klar war, dass ich nicht so weitermachen kann wie vorher, war der erste Punkt, dass ich den Vater mehr mit einbeziehen will. Das war die letzten Jahre, glaube ich, das Anstrengendste. Wenn meine Tochter nicht bei mir ist, dann spüre ich auf jeden Fall eine totale Entlastung. Und es liegt daran, dass ich einfach nicht so viel Verantwortung habe.